Jo, was geht ab, Leute? Pax ist back am Start hier für euch und willkommen zu einem neuen Video auf dem Drops Clan Channel. Ja, wie ihr hört, bin ich eine neue Stimme auf dem Drops Clan Channel. Zu mir, ich bin Daniel aka Pax und bin der neue Teamleader vom neuen COD Esports Team. Ich bin zusammen mit meinem jahrelangen Mate Tim aka Tiger in die Orga gejoint. Ich habe das Vertrauen von dem Orga-Leader bekommen, für dieses Projekt zuständig zu sein. In dem heutigen Video geht es darum, dass wir noch Member für das neue COD Esports Team suchen und welche Ziele wir mit dem neuen Projekt erreichen wollen. Kommen wir nun zur Membersuche, auf die ich aber gar nicht lange eingehen möchte. Ihr solltet Erfahrung im Bereich Esports mitbringen. Wir suchen Leute, die unsere Ziele ernst nehmen und genauso Bock haben wie wir, mit der Orga etwas Großes zu erreichen. Wir spielen auf der PlayStation 4 und aktuell natürlich Black Ops 4. Ihr könnt euch über unsere E-Mail-Adresse bewerben, die ich euch hier jetzt nochmal einblende. Oder ihr schaut einfach in die Videobeschreibung. Alles weitere wird dann privat geklärt. Gehen wir nun auf unsere Ziele etwas genauer ein. Wir wollen uns natürlich als erstes einen Namen in der deutschsprachigen COD-Community machen. Das wird natürlich unser erstes Ziel sein. Wollen in einer Liga mitspielen. Was für eine Liga das sein wird, wird sich ergeben, sobald unser Team feststeht. Unsere Ziele auf langfristige Sicht sind natürlich, dass wir auf LANs fahren. Unsere Ziele sind natürlich auch MLG oder GB-Turniere, aber das sind natürlich Ziele, die aktuell noch in weiter Ferne sind. Die Orga möchte auch, dass wir in längerer Hinsicht unter den Top-Teams in Deutschland sind und einen guten Ruf mitbringen. Wir haben natürlich die nötigen Mittel, unsere aktuellen Ziele zu verfolgen und werden für unsere Ziele, die noch Zukunftsmusik sind, natürlich hart arbeiten. Gut Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich möchte hier nochmal ansprechen, dass ich kein Kommentator bin, aber ich hoffe, ihr konntet euch das Video trotzdem geben und euch hat interessiert, was wir für Ziele in Esports Bereich COD verfolgen. Dann würde ich sagen, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.